Okay, jetzt sind wir knapp drüber. Okay, jetzt wären wir optimal drüber. Jetzt brauchen wir natürlich Nanoröhren, bis die Schwarte kracht, ja. Aber theoretisch könnten wir es leisten. Wir haben auch zu wenig Fleisch aktuell, das stehe ich gerade mit Entsetzen fest. Brauchen wieder noch ein paar Törtchen hier. Reicht. Können wir produzieren. Passt. So, und jetzt Nanoröhren bauen. Nanoröhren ist so eine ganz ekelhafte Geschichte. 200 Stahl geht da in eine einzige Fabrik rein. Das ist halt super krass viel. So, reicht. Nicht ganz, aber es ist nicht ganz ekelhaft, ne? Reicht immer noch nicht ganz. Okay, haben wir eigentlich den Kohlenstoff hier wieder abgesagt? Ja, haben wir, ne? Und wir können jetzt sagen, wir beliefern auch hier rüber den Kohlenstoff. Wenn wir zu viel produzieren, kann das Zeug weg. Einmal behalten wir ihn hier und einmal liefern wir ihn weg. Das ist gut. Die Mikrochips haben wir auch gesagt, dass die weg sollen. Genau, die produzieren wir auch für hier dann. O2 geht hier rüber. Die Teile kommen hierher, das sollen sie auch hin. Und die bleiben auch hier, ne? Ja. Grüne Chips werden auch verteilt. Passt auch. Okay, super. Die Dinger sehen aus wie riesige Pfeffermühlen. Bisschen, ne? Aber die bauen auch Nanotubes. Die müssen so aussehen. Alter Schwede. Okay, wir haben den Export von den... Alter Schwede. Das ist ein Problem gerade. Jetzt versucht er gerade hier unser gesamtes System... versucht er gerade hier durchzuschleusen, weil die versuchen nämlich auf Krampf hier Mikrochips zu transportieren, das war, was ja in Ordnung wäre. Was aber das große Problem, glaube ich, gerade ist, dass die durch die neu gebauten Dinger hier eskaliert einfach unser komplettes Straßennetz hier. Da Wahnsinn. Okay, was wir machen könnten. Wir könnten ein kleines Upgrade hier noch machen. Mehr Straße oder größere Straße bringt, wussten schon die alten Römer, mehr Straße bringt mehr Verantwortung. Okay. Kann man nicht machen. Mist. Hier oben geht's dann nicht. Hier geht's aber. Hier auch. Das ist gut. Dann können wir nämlich den Verkehr hier doch mal deutlich stärken, der hier durchwandert. Schauen wir mal. Die wollen ja alle nach rechts abbiegen, oder? Ja, die wollen alle nach rechts abbiegen und das ist auch genau das Problem dann hier. Wo wollen die eigentlich alle hin? Ach, die wollen alle in die City rein. Ja, die haben ja... Ja, okay, das ist klar. Lieferung per Katapult. Ja, das wäre jetzt so ein Ding, ne? Das wäre so ein ganz vernünftiges Ding. Was wir jetzt machen könnten, wäre es zu sagen, wir machen hier eine Abfahrt bis ganz darunter. Das könnte das System maximal entlasten, weil die jetzt versuchen, alle abzubiegen. Okay, und weil das funktioniert, und das hätte ja keiner ahnen können, erhöhen wir mal ganz kurz die Kapazität dieser Seiten, also dieser kleinen Umgehungsstraße. Weil damit entlasten wir dieses ganze System auch maximal. Weil hier wollen so viele, die wollen ja alle gar nicht hier rein. Und die wollen sich auch gar nicht hier durchstauen. Da haben die überhaupt keinen Bock drauf. Die wollen einfach nur weg aus dem ganzen Ding. Und genau das ist der Plan.
Weil hier, hier fehlt nämlich Sauerstoff mittlerweile. Hier werden Habitate herabgestuft. Das darf alles nicht passieren, ne? Dass die hier, guck mal. Dass die hier keinen Sauerstoff haben, das ist ein Mangel. Das ist ein Problem. Was aber ein Transportproblem ist, weil wir deutlich mehr Sauerstoff produzieren, als wir eigentlich verbrauchen. Das heißt nur, dass die Laster nicht rechtzeitig in die City kommen. Tobi, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Alles gut bei dir? So, was ist hier das Ding? Mann, oh Mann. Okay, in der City geht's ab. Ja, aber der Plan ist eigentlich ganz gut, so wie die den machen. Die Straße schaut ein bisschen seltsam aus, oder? Jetzt auch. Alles gut, das freut mich. Wir haben zu wenig Arbeitsplätze, wobei das nur ein minimales Problem ist. Wir sind hier bei maximal 90% Leistung aktuell. Das ist aber auch ein Problem, weil die Leute natürlich jetzt kleiner wohnen und damit weniger Platz haben als in den großen Gebäuden. So, was ihr bringt hier, Stahlträger durch die Gegend. Das ist natürlich saudämlich, dass die Stahlträger-Jungs jetzt hier auch noch durchfahren. Aber die fahren ja nur ausschließlich mit auf der Autobahn. Weil die wollen ja alle nach da hinten, in unser Zentrallager. Wobei, das tut uns nicht weh, wenn die hier auf der Straße rumeiern. Alter Schwede, ach du Schande. Okay, wir brauchen eine größere Straße, würde ich vorschlagen. Und zwar werden wir Folgendes machen. Wir werden diese Straße löschen. Auch wenn die jetzt gerade super funktioniert, mit einem kleinen Zusatz. Also wir löschen diese Straße mit einem kleinen Zusatz. Wir bauen eine große Parallele, die hier unten trotz alledem reingeht. Jo, richtig. Aber wir bauen auch gleichzeitig hier nochmal eine Straße rüber. Die hier drauf kommt. So. Das heißt, hier werden die gar nicht in die City rein wollen, werden wahrscheinlich hier schon abbiegen und wegfahren. Die in die City rein wollen, wollen hier reinfahren. So, dann werden wir die Straße vergrößern. Genauso wie die ganzen Einfahrtstraßen in die City rein werden auf jeden Fall vergrößert. So, dann auch die hier bitte noch. So, dann kommen nämlich die Fahrzeuge schneller aus dieser Massenkreuzung hier raus. Gucken wir mal schnell. Die werden jetzt gleich kommen. Da sind sie schon. Genau. Hier fahren nämlich schon viele weg. Die wollen entweder in die letzte Abfahrt hier rein, was völlig okay ist, oder ganz raus, was auch völlig okay ist. Hauptsache nicht auf diese Kreuzung drauf. Alles, was diese Kreuzung entlastet, ist gut für uns. So, jetzt machen wir die nächste Baustelle. Ist dieses Verkehrsmanagement hier. Diese Spur geht hier rüber und sonst nirgendwo. Diese hier auch, die gehen auch auf diese. Und die andere biegt ab, die dürft zweifach abbiegen. Die darf hier rüber auch. Passt. So, der dürft abbiegen, der dürft geradeaus fahren, aber der dürft auch beides geradeaus fahren. So, dann müsste es etwas flüssiger hier alles laufen. Schauen wir mal, das dauert jetzt eine Sekunde, bis sich das einpegelt. In der Zwischenzeit darf der große Verkehr hier wieder kommen. Das versuche ich mal ein bisschen anders zu gestalten, damit das hier nicht so blöd aussieht. Okay. Okay. Verkehr fließt, Verkehr rollt in die Stadt rein. Staut sich natürlich am Ende, ist ja logisch. Die meisten wollen nicht nach links abbiegen, sondern die wollen in die City rein oder hier. Warte mal kurz, fehlt uns da eine Spur? Das ist die doofe Spur, ja. Müssen wir noch hinlegen, damit die auch wirklich abbiegen können oder geradeaus fahren können. Weil die müssen sich nicht einsortieren, um abzubiegen. So. Weil dann wird nämlich unsere Stadt auch wieder anständig beliefert und dann kommen da auch wieder die Wohnräume rein, die wir brauchen. Hier ist nämlich ein Habitat wieder aufgestiegen, weil jetzt eben der ganze Schmodder geliefert wird. Und jetzt ist auch endlich mal, jetzt kommt hier zum Beispiel Sauerstoff gerade und Stahl raus. Ne? Also man kennt ja das, was wünscht man sich mehr am Abend als Sauerstoff und Stahl? Also wenn du nach einem harten Arbeitstag nach Hause kommst, dann wünschst du dir erstmal, dass da schön ein Stahlträger und eine Flasche Sauerstoff auf dich wartet. Ich finde, das ist wichtig.
Und auch das verteilt sich sehr gut in die City rein. Ne? Also hier auch, da fahren die Sauerstofflaster jetzt und liefern hoffentlich an dieses Wohnhaus, bevor dann gar nichts mehr drin ist. Schauen wir mal. Weil die haben nämlich eigentlich bis auf Sauerstoff alles. Dass wir so einen Sauerstoffmangel haben, ist aber auch verwunderlich, ne? 0,6. Ey, Patzi, ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut. Hau rein und vielen Dank. Schauen wir mal. 0,4. Jetzt wird es langsam Zeit für so einen Sauerstofftransporter. Es kommen immer wieder weitere Sauerstofftransporter hier auch rein. Ne? Es ist nicht so, dass da gar nichts kommen würde. 0,3. Nee, der ist auch vorbeigefahren. Der hat die Not nicht erkannt. Ne? Die Leute klopfen schon von innen an die Scheiben und jetzt herabgestuft worden. Oh, no. Ja gut, es dauert jetzt eine ganze Weile, bis das System jetzt wieder greift. Und vor allen Dingen, es kommen ja auch regelmäßig neue Sauerstofflaster hier rein. Hier wird Sand geliefert, sehe ich gerade. Das ist sehr gut. Aber momentan wird überwiegend eben Heimroboter kommen hier, wie bescheuert. Das ist so iRobot-mäßig, ne? Also da ein Laster nach dem anderen geht in die City rein. Das ist wirklich viel, was hier beantragt wurde. Stadt aufgestiegen, Glückwunsch! Deine Stadt hat gerade Level 5 erreicht. Ja, wir können jetzt die Technologie noch weiter forschen, die wir noch gar nicht können, weil wir einfach zu wenig Tubes haben. Nano-Tubes. Okay. Wir müssen jetzt erstmal unsere Stadtprobleme in den Griff kriegen. Da das Sauerstoffmangel herrscht, das ist halt wirklich ein No-Go, ne? Lass mal auf die letzte Linie nochmal 2 Züge mehr draufpacken. Das sollte reichen. Weil wir produzieren so dermaßen viel Sauerstoff da hinten. Falsche Richtung. So viel Sauerstoff da hinten, dass alles zu spät sein sollte. Der Zug müsste damit noch mehr Sauerstoff wegfahren. Außer natürlich, wir haben zu wenig. Was aber nicht sein kann, weil wir bauen jetzt einfach nur weiter. Das bedeutet, wir werden auch hier wieder mit einem Fahrzeug reingehen. Jetzt möchte ich schauen. Wo ist es? Hier. So, machen wir es mal so. Und zwar so. Da müssten wir jetzt hier nochmal eine gute Ladung von den Dingern bauen können. Und dann produzieren wir einfach noch mehr Sauerstoff. Dann können wir die Stadt halt richtig endgültig fluten, ne? Aber wenn es nicht reicht, dann eskalieren wir halt einfach hart, ne? Wie viel Sauerstoff produzieren wir jetzt? 341 und wir brauchen gerade mal ein Drittel. Das ist gut. Wobei das natürlich Transportwege hat, etc. etc. Ah, kein Problem. So, diese Straße hier außen, die wird jetzt zu einem Highway ausgebaut, damit die schneller die Fahrzeuge von A nach B kommen. Ich will hier ein bisschen Geschwindigkeit sehen auf der Straße. Den Ring machen wir halt auch mal einmal Highway-technisch. So. Gut. Die mache ich hier bewusst gerade nicht. Das soll ein bisschen rückstauen, damit der Verkehr durch den Highway schneller abfließen kann. So. Jetzt fahren die nämlich auch richtig schnell auf der Autobahn. Aber es sind überwiegend CO2-Transporter, ne? Die hier lang düsen. Die wollen tatsächlich aber auch gar nicht mal zu uns. Die wollen hier sich dann abstauen. Das machen sie schön mit dem Verteilen. Manchmal. Wie gesagt, Sauerstofflaster sehe ich sehr selten hier hinten. Wobei wir das definiert haben, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das nicht definiert wäre mit dem Sauerstoff. Ja, der Export ist auf jeden Fall gesetzt.
Wir könnten natürlich jetzt auch sagen, pass auf, ist uns eigentlich egal, du kannst auch darüber liefern. Ist mir eigentlich völlig, völlig egal. Mal gucken, was er jetzt macht. Jetzt schickt das raus, ne? Ich glaube, das Problem war, dass das Zielgebiet gar keinen Bahnhofanschluss hat. Der kann ihn nicht am Bahnhof nebenan ausschmeißen, weil ich glaube, jetzt produzieren wir den Sauerstoff hier für die Base. Schauen wir mal. Kriegt der weniger? 29. Mal schauen, ob er auf 28 runtergeht. Dann würde es heißen, er gibt den Sauerstoff ans System ab. Oder aber die fragen gar nicht erst an. Das kann auch sein. Weil die an sich schon genug produzieren. Sauberen Stoff vielleicht. Aber wie viel haben wir? 36%. Wir kommen nicht weiter, ne? Hast du gerade die neue Autobahn gebaut? Nur die Dreier. Die Vierer können wir noch nicht. So, also ihr dürft hier lang fahren und ihr dürft auch hier lang fahren und ihr dürft auch hier lang fahren und dürft auch zusätzlich nochmal hier lang fahren. So, ab dafür, Freunde. Sie müssen nämlich schneller weg, damit hier auch nicht immer Permastau ist, weil das ist ja, wir brauchen das Zeug ja. Das Stahl hier fehlt, finde ich allerdings spannend. Stahl. Von hier bitte nach da liefern lassen. Und von hier bitte dann nach dort hinten auch liefern lassen. Und wahrscheinlich brauchen wir das Zeug auch irgendwann mal da drüben. Und vermutlich auch hier. So, also so, so in einem Prinzip überall hin liefern. Außer in die Stadt. Gucken wir mal. Ja gut, ich denke mal nicht, dass sie jetzt hier groß den Export raushauen. Aber nicht mehr als vorhin schon. Ja, wird schon passen. So, was nehmt ihr mit? Stahl, Eisenerz und Sauerstoff. Schön. Jo Dave, ein wunderschönes Hallöchen. Stimmt, damit Zwerg den Mars abfucken kann. Moment. Das sind üble Gerüchte. Üble Gerüchte. Wir haben schon wieder zu wenig Schwefel. Nee, Sand. Sand ist das Problem. Noch schlimmer als in Hamburg beim Frühstück. Ich glaube, nichts ist schlimmer als Hamburg Berufsverkehr, oder? So, pass auf, jetzt versuche ich mal Folgendes zu machen. Und zwar das hier. Und hoffe, dass das reinpasst. Ja, locker. So, dann bauen wir hier hinten noch ein bisschen mehr Solarenergie auf unseren neuen Solarpark. Der Parzibert Gedächtnispark. Das reicht auf jeden Fall vom Saft her schon aus. So. Wir können da auch Atomkraftwerke und schneller Neutronenreaktor irgendwann bauen. Da brauchen wir auch die Forschung dafür. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Grundlage schaffen dafür, um das machen zu können. So, hat sich das mittlerweile etwas gelöst? Ja, es hat sich... Naja, was heißt gelöst? Also es ist jetzt zumindest so schon von der Geschwindigkeit her, passt das jetzt schon relativ gut. Ja. Weil nämlich hier keine Warnmeldungen mehr auftauchen, was schon mal sehr geil ist. Wenn jetzt dann noch die zwei Stahlwarnmeldungen weg sind, dann funktioniert dieser ganze Block hier von alleine relativ gut. Dann müssen wir da nicht mehr groß rumfingern. Und das wäre doch schon mal was. Aber jetzt müssen wir halt schauen, dass erstmal hier der ganze Plunder wegkommt, der hier drinnen noch rumhängt, weil ich will gar nicht wissen, wie viel. Das Blöde ist, du siehst nicht, was hier noch drinnen ist, was noch nicht auf der Straße liegt. Ich habe die Befürchtung, dass in dem Bahnhof noch extrem viel quasi auf Standby steckt, weil hier so viele Züge ankommen, dass er das gar nicht so schnell abgeben kann. Jetzt wäre zum Beispiel so eine Ruhephase. Wenn das Just-in-Time rauskommen würde, dann würde ja irgendwann dieser Strom aufhören und das tut er nie.
Und hinten kommt schon der nächste Zug wieder, der auch wieder... Gut, der hat nur 52, das ist jetzt auch halbwegs human. Aber wir müssen halt mal gucken. So, und dass die hier zum Beispiel, die können auch halt auf drei Spuren im Prinzip abbiegen. Wenn die wollten. Aber auch hier in den Bahnhof geht immer wieder was rein, ne? Immer wieder. Das Schöne ist, die Nebenstraßen sind völlig erstaunlicherweise total friedlich, ne? Bei denen ist gar nichts. So merkst du überhaupt kein Act. Einbahnstraße bei den Nanoröhren. Könnte man überlegen. Eine große Einbahnstraße bei den Nanotubes. Ja, wir könnten mal drüber nachdenken. Vielleicht würde das ein bisschen den Druck von der Straße hier wegnehmen. Müssen wir aber nochmal ganz kurz die Spur neu legen. Mal gucken, ob das klappt. Würde, ja, hilft zumindest augenscheinlich ein bisschen, ja. Kann aber auch zu Stress führen, wenn er hier hinten alles zusammenbricht. So wie jetzt. Weil... Ja, okay, wir müssen halt mal gucken. Wir müssen ein bisschen im Blick behalten. Was bei dir hier? Ah, super viel CO2 hier am Start, ne? Was wir überlegen könnten, ob wir hier eine größere Straße reinbrächten. Nee. Auch nicht. Muss die kleine bleiben. Mist. Da ging eine etwas größere, aber auch nicht überall. Außer natürlich. So. Größere Straßen bieten sich hier einfach auch ein bisschen an, ne? Jetzt löst sich zumindest der große Verkehrsstau hier einen Ticken auf und dann können die nämlich auch sauber abfahren. Ihr dürft aber auch abbiegen. Auf allen Fronten. Wenn denn Platz ist. Wir müssen nämlich nicht immer so doof den Verkehr... Ja gut, jetzt bricht das hier alles zusammen, ne? Wir könnten natürlich jetzt überlegen, ob das sinnvoll wäre, hier mit einzelnen Einbahnstraßen zu arbeiten. Die wegführen... Ah ne, da geht's nicht. Warte kurz. Hier ging es schon. So rum. Die führt weg. Dann könnte halt das so laufen, dass hier der Verkehr viel, viel besser fließen kann, weil er keinen Gegenverkehr kriegt. Ein gut, das hilft dir auch nur bedingt. Die brauchen ja das CO2, was ja hier rein soll. Was wir auch machen könnten, was auch eine Idee wäre, wenn wir den gesamten Verkehr, der hier kommt, versuchen würden... hier runterzuleiten. Mit einer Schnellstraße. Könnte helfen, unter Umständen. Warte, nee, das nicht.
probiere gerade was. Sorry, sorry. Wir müssen halt die Gebäude dann nochmal ein bisschen verschieben. Das sollte ja kein Problem sein. Lass mal kurz ein bisschen Platz machen hier. Ups and the downs, my heart will never stray.